out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. Jo, was geht? Wir tunen weiter. Wir müssen das mal ein bisschen umändern. Ihr könnt euch doch ja diese Elektroroller, Autofahrzeug, hallo? Also, daran erinnern, ich habe ihn verkauft. Aus dem Grund, weil es... Ich habe das Tuning irgendwie verkauft. Ich fühle das nicht, die Karre, ich fühle die nicht. Wenn ihr sie wollt, macht's durch. Das ist er, sieht aus wie ein Polo. Etwas Limousinen sogar. Also wenn ihr die Autos testen wollt, auf der JP-Strecke, ne, merkt euch die Klasse. Ihr müsst sie davor auswählen. Standardgemäß ist Supersportwagen ausgewählt und da werdet ihr eine Limousine nicht finden, glaubt mir. Jetzt guckt die vorher an und stellt das auch ein. Ja, mal gucken, was... Ah ja, wir haben ja gesagt... Da ich keinen Bock habe, immer wieder hin und her zu brettern, werden wir die Karre direkt bei der Arena tunen. Und wenn die Garage hier voll ist, werden die nächsten Fahrzeuge auch in der Arena geliefert. Weil da halt... Das sind ja wirklich nur die Scheinwerfer, aber die können auch viel ausmachen nachts. Wenn die Karre so richtig perfekt geil aussieht, schwarz mit rot, und dann kommst du mit weiße Neon Scheinwerfer an. Ich kann schon alles versauen. Deswegen, hat der ein Cabrio-Dach? Nee, hat er nicht. Aber an sich könnte ein geiles Auto werden. Ist jetzt keine Rennkutsche, aber ja, sieht nicht schlecht aus. Allein die Serie-mäßig. Deswegen gucken wir mal, was die Kiste so drauf hat. 6 Tuning-Teile. Und dann gucken wir mal, welche Farbe passt. Zwecks Tuning-Teile. Ab in der Werkstatt. Da ich immer am Platz frei, weil wenn der belegt ist, könnt ihr die Karre da nicht tunen. Das heißt, ihr müsst austauschen. Deswegen in der Werkstatt-Ebene kein Fahrzeug lagern. Ihr habt ja dieses Lagerding. Erfährt überhaupt jemand mit die Arena-Fahrzeuge? Ich sehe kaum welche. Hat sich nicht so durchgesetzt, wa? War nur einmal im Hype und das war's. Naja, dann let's go. Tun wir mal dieses Schmuckstück. 23 Stück, bitte, was? Boah, Digga. Nice, das hat was. Gehen wir auf die Panzerscheiße zu, ist gepanzert. Wenn ja, ist geil. Boah, Digga. Fresh. Sieht geil aus. Der Arsch muss natürlich auch in Carbon. Ist halt etwas sexy, ne? Aber jetzt müssen wir den Rest nicht jeden Woche hinkriegen, Alter. Motor, der dickste muss rein, Digga. In so einer fetten Karre kommt auch ein fetten Motor, ist ja klar, ne? Das ist gewollt. 12 Rohre, Digga. 12 Rohre, Digga. Siehst du natürlich nicht so. Ich würde es so lassen. Oder ne, wegen dem Titan. Kühlergrill spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei solchen fetten Kühlergrills. Weil wenn du die auf Serie lässt, die manche sehen gut aus, gar keine Frage. Manche sehen scheiße aus. Boom, boom. Auch ein wichtiges Bauteil. Die Optik muss stimmen. Die Optik muss vorne und hinten stimmen, Digga. Wir lassen es erstmal so. Vielleicht dann mal zum Schluss. Designs. 12 Stück. Enttäusch mich nicht. Das muss eine dicke Karre werden. Okay, die Designs gibt es schon mal in... Was soll das denn sein? Nee, ich hab schon so ein Auto so. Ach du Scheiße. Wow.
Ich bin enttäuscht. Hat so ein Teil was. Ey, wenn die Designs kacke aussehen, musst du das mit der Farbe retten, Alter. Ich sag's euch. Na, das hat sich ja gelohnt. Das muss ja so dunkel bleiben, damit du die Schrift siehst, das ist das. Dumme. Aber auch die Karre kriegt einen Perleffekt in der Matt-Kabott-Version. Wer hat denn jetzt wieder falsch gemacht? Metallic rein switchen. Geht das hier nicht? Geht hier nicht. Na gut, egal. Wir sterben nicht. Kann man. Eieieiei, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, so eine Farbe hat man auch nicht lange mehr gesehen. Naja, Hauptsache das Tuning passt. Da denke ich, das ist jetzt schon eine Mille wert, Digga. Naja, ich weiß ja nicht, aber für eine Mille würde ich das Ding nicht kaufen. Spoiler. Ist er viel zu aus, weil der ich komme ja gar nicht hinterher. Carbon oder. Nee, Carbon sieht kacke aus. Das passt da nicht. Federung tiefer legen, ist ja klar. Boah, mit eingeknickten Felgen. Wir müssen ja bei Straßenfelgen gucken. Die haben wir ja mitgekriegt, sehen geil aus. Na, dann gucken wir mal. Welche dicken Felgen auf dieses fette Auto passen. Hab wirklich so überlegt, so ein Tisch wird, Alter. Das ist noch nicht die finale Entscheidung, aber ich guck nur. Mit der weißen Schrift. Ja. 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 Okay. Ja, lass mal so. Jetzt die Lichter, bevor wir die auch noch vergessen. Scheiße, welche nehmen wir denn? Der Schwarz sieht die Kacke aus. Pink. Was es nicht gibt, Alter. Ich check's nicht. Rot? Ja. Ich hab was im Kopf. Wir machen das jetzt in Rot. Und die Felgen. Die werden auch so einen roten Stich kriegen. Mal gucken, wie das aussieht. Was habe ich gemacht, Digga? Ich muss das immer wie wirken lassen. Weil du musst. Du siehst das Auto ja nicht nur nachts, sondern auch im Tage. Nee, die brauchen eine andere Farbe, Digga. Ah, ja, gut. Vielleicht werden wir das Design komplett entfernen oder so, ich weiß es nicht. Muss ich gucken.
Das war's erstmal mit dem Video. Jetzt sehen wir uns auch am Tage. Ja gut, wir sehen uns im nächsten Video. Somit auch in der letzten Karre wahrscheinlich. Bis ich wieder neu finde. Deswegen abonniert meinen Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Glocke aktivieren, irgendeinen Kommentar schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Aua. Mit Ö. Zombie Apocalypse.